Reise. Wind und Sonne begleiten uns leise. Keine Karte zeigt es an, das Paradies, das keiner außer uns sehen kann. Die Glocke erschalle, der Morgen erstrahle hell und klar, egal was gestern noch gewesen war. Der Tag ist Segen, dein ganzes Leben lang einen Schatz, den man umarmen kann. In meinem Herzen bist du immer ganz nah bei mir. Jeden Tag denke ich nur an dich. Die Ameisungs, das gelobte Land wird kommen. Eines Tages werden wir es sehen. Des neuen Tages Licht ist strahlen, das unklar war, wird wahr. Die Tränen, die im Traum geflossen, waren nur der Weg zum Glück. Eines Tages sehen wir uns wieder, ich verspreche, ich kehre zurück. Ich komme! Hey, ich hab gerade bekommen eine neue Lehrerin. Heute ist sie locker und lässt alles durchgehen. Hoffentlich kann ich nicht schwänzen bei ihr. Nein, bitte, wie das halt nett ist. Ganz ehrlich, hier in der Bude. Und ja. Das ist halt wichtig. Hallo, ich bin eine neue Lehrerin. Und ja. Ich dachte, komm mal, ich wollte Bulletin bekommen. Ich dachte, komm mal, ist okay, aber auch muss ich liege schon Trier. Und zeigten Samira, das ist meine Lieblingsschülerin. Ganz ehrlich, Sarah, du musst auch mitkommen. Was habe ich denn gemacht? Ich habe doch gar nichts getan. Mal ganz kurz zum Punkt. Ich hasse dich eigentlich. Und ich will dir sagen, ne? Dass du in der Schule liegst. Was? Das kann ich auch nicht machen als Lehrerin. Sie kotze. Die sind so unfair. Gleich meinst du, als sie halten. Was ist denn da? Unverbot, Fräulein. Meine Güte, so schlechten Schüler immer. Diese bekommst du erst nach 2 Wochen wieder. Die hat selber Schulmädchen. Ganz ehrlich, ey, hat sie nicht so! Verschwinde! Raus! Mädels, ich sag auch, was die neue Lehrerin gemacht hat. Wird mir eh nicht glauben. Also, ey. Da geht es halt darum. Erstens hat sie meine Superhelden abgenommen, obwohl ich jetzt auch keine Superhelden mehr. Und dann hat sie mich ins Gesicht geschlagen. Ich hab auch einfach geschlagen und gesagt, ich hasse ihre Augen, da ich an der Schule fliege. Aber der Schlag ins Gesicht ist schon heftig. Boah, heftig? Das geht viel zu weit. Wir müssen unseren Direktor beschweren. Das geht nicht, die darf ja auch noch alles machen. Sie sind auch nur Personal hier, müssen sofort zu ihren Vorgesetzten. Hoffentlich macht der Wichser was, ey. Ganz ehrlich, der Direktor war mir nie sympathisch, aber hoffentlich schaffen wir es. Komm mit, wir gehen jetzt in den Direktor, das geht nicht. Bitte komm mit, wir gehen jetzt in sein Büro, das geht so nicht mal weiter.